Was immer ihr wünscht. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Wir doch nicht. Wir verkaufen nur den Schrott, den wir hier nicht mehr brauchen, an dich. Nein, nicht den Schrott. Den Schrott bräuchten wir nämlich noch. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ihr schon wieder. Ah, ihr seid also doch gekommen. Gut, eure Pünktlichkeit ist hervorragend, denn auch ich bin gerade eingetroffen. Seid ihr bereit, um sofort aufzubrechen? Für was genau sind wir bereit, Fair? Warum habt ihr uns hierher gebracht? Ist das einer eurer törichten, ehrgeizigen Pläne? Keiner meiner Pläne ist töricht, so darf Bane, und wir sind hier, um die Stadt sowie der Mutter Oberin einen Dienst zu erweisen. Mir war nicht bekannt, dass Mutter Ardolens etwas zum Wohle der Stadt getan hat. Oh, ihr werdet gefälligst gehorchen, Männchen. Ein Augentyrann betrachtet sie in der Stadt und schmuggelt Adamantit. Die Mütter haben entschieden, dass wir ihn töten müssen. Was soll das? Habt ihr etwa wir gesagt? Ja, ich werde euch bei dieser Aufgabe unterstützen. Der Augentyrann muss mit seinem Spelljammer-Schiff hier in der Nähe angekommen sein. Solarfin und ich werden die Lage auskundschaften allein. Baldrin, ich traue euch zu, den Weg zum Schiff selbst zu finden. Er liegt auf einer der Plattformen im Südosten von uns, Atta vor Anker. Ihr habt nicht viel Zeit, um es zu finden. Kommt, Solarfin, wir können alte Zeiten wieder aufleben lassen. Ja, natürlich. Fair hat vor, sich mir anzuschließen, wenn ich gemeinsam mit Solarfin den Betrachter angreife, der Adamantit geschmuggelt hat. Der Betrachter ist mit einer Zauberjammer, oder Zauberjammer eher gesagt, in die Stadt der Dwarer gekommen. Er befindet sich auf einer Plattform im südöstlichen Teil der Stadt und ich soll mich dort mit Fair und Solarfin treffen. Ja, das müsste eigentlich die große Plattform hier unten gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und nicht da oben, wo der andere Schiffstyp ist. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich ihre Aufträge erledige, bis ich den großen Auftrag kriege, für die ich dann endlich mal mehr Zeit haben werde. Was war das hier eigentlich nochmal? Haus Schillat. Ja, da sind die beiden ja auch schon. Ihr schon wieder. Baldrin, endlich. Wir haben gesehen, wie die Mannschaft von Bord gegangen ist. Und nehmen an, dass der Augentyrann bald folgen wird. Wir müssen bereit sein. Konzentriert euch auf den Augentyrann, Werden, und verletzt Fair oder mich nicht. Solche Unfälle passieren für mein Empfinden viel zu oft. Allerdings, obwohl ich... Wartet, seid ruhig. Ja, kommt, ich fühle es. Macht euch bereit. Solarfin hat mich ermahnt, dass ich ihm oder Fair nicht unabsichtlich Schaden zufügen soll, wenn wir es mit dem Detrachter zu tun kriegen. Solche Unfälle passieren viel zu oft in der Dwarf-Gesellschaft und zweifellos wurde ich dafür zur Rechenschaft gezogen. Für die Ehre der Kämpfergilde! Wunderbar! Wir haben den Augentyrannen direkt ins Zentralauge gespuckt und überlebt. Um davon berichten zu können. Allerdings, gut gemacht, aber lass den Rumpf trotzdem in Frieden. Einige Akolyten werden sich darum kümmern. Darum kümmern? Wovon sprecht ihr, Fair? Warum sollten Akolyten irgendwas mit dem Leichnam eines Augentyrannen tun wollen? Keine Fragen, Solarfin. Wir werden zurückkehren und den Müttern Oberinnen Bericht erstatten. Baldrin, wir treffen uns in der Taverne in 3 Tagen. Was geht hier vor, Fair? Das ist mir zu verdächtig. Tut, wie euch befohlen, Männchen, und lebt. Baldrin, ihr könnt euch frei in der Stadt bewegen, aber denkt an unsere Verabredung. Kommt nur ja nicht zu spät. Keldorn entzaubern. Schneller als Chortika schnell kratzelt. Jo, da sind beide weg.
Jetzt, wo der Betrachter tot ist, sind Fair und Josephine gegangen, um der Mutter Oberin einen Bericht zu erstatten. Fair befahl mir, sie in 3 Tagen wieder in der Taverne zu treffen. Ich sollte sie allerdings früher treffen können. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich könnte auch mal wieder zum Flegel greifen. Der ETW müsste ja bei beiden gleich sein. Habe ich beim Flegel mehr Angriffe? Nö. Das ist halt der Vorteil, wenn man Waffen hat, mit denen man gut ist. So wie eben Keldon, der hat 5,5 Angriffe. Minsk bräuchte noch einen Punkt für die Hillebarde, damit er da auch so viele Angriffe hat. Da 5,5, mit der Hillebarde hat er nur 2. Erzfeinde sind Vampire übrigens. Ich war euer. Keine große Herausforderung. Das fällt mir gerade ein. Ja, das habe ich beim letzten Level Up wieder hochgestellt. Sehr gut. Und da sind sie ja, auch schon. Nun gut. Oh, ihr schon wieder. Gut, dass ihr kommt, Veldrin. Bisher war ich gezwungen, Serafins Gesellschaft zu ertragen und dessen armselige Melancholie raubt mir den letzten Nerv. Die werde ich kurz fassen und euch auf den Weg schicken. Das könnte euch gefallen, nicht wahr, Serafin? Das spuckt aus, wenn es denn sein muss. Sehr gut, die Mütteroberin sind übereinstimmend der Meinung, dass die Tiefgnome, die es wirfende Bienen, in jüngster Zeit nicht mehr genügend Angst vor den Dornen in den Tag gelegt haben. Also wird es Zeit, ihnen eine Lektion zu verpassen und Mutter Adonins hat euch als Freiwilligen für diese Aufgabe auserkoren. Ihr wollt, dass ich die Zwiffelbienen töte, Gnome? Eine solch minderwertige Aufgabe und ich soll meine Zeit darauf verschwenden. Ich habe Besseres zu tun, Frau. Ihr habt also Besseres zu tun, als der Königin der Dämonengruben zu dienen, Mutter Lolf persönlich? Ha, als ob sich die Spinnenkönigin darum kümmern würde, was wir mit den Tiefengnomen anstellen. Schickt Veldrin, wenn euch so daran liegt. Ich versichere euch, sie kann das ohne mich. Nein, ihr geht mit Veldrin und kein Widerwort mehr so dafür. Sonst ist eure Zunge hinüber. Nähert euch dem Swifferbeet in den großen Höhen und wartet, bis sie die nächste Patrouille vorbeikommt. Tötet sie und nehmt einen Beweis für eure Tat. Kehrt in ein paar Tagen zurück. Wenn das ist, was die Mutter Oberin verfügt, dann habe ich keine Wahl. Ich werde jetzt gehen. Veldrin, schnell auf. Ich erwarte euch dort unverzüglich. Fragt, was möchtet ihr? Ja. Fair gab uns noch eine Aufgabe von der Mutter Oberin. Wir sollen uns an das nördliche Ende der Höhle in der Nähe des Swiffelbindorfes gehen und eine Gruppe Tiefengnome abschlachten, um den Gnomen mehr Angst zu machen. Solafin scheint etwas dagegen zu haben. Ihr wäre es wohl lieber, wenn ich diese Aufgabe allein erledigen würde, aber Fair hat darauf bestanden, dass er mitgeht. Ihr solltet Solafin ein paar Tage in der Nähe des Dorfes treffen. Ja, das ist leicht. Ihr müsst eure Gruppe erst. Bin ich froh, wenn ich kein Dwarf mehr bin. Erzählt mir mehr davon. So, das heißt, wir dürfen die Stadt mal wieder verlassen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das... Keine große Herausforderung. Ja, wie komme ich am besten schnellsten dorthin? Erstmal zu dem blöden Käfig latschen. Ich warte. Ja. Nun gut. Ja, setz niemals Schusswaffen im Nahkampf ein, da sollte ich mich auch mal unbedingt halten. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja? Fragt, was immer ihr wünscht. So,
So, da ist der blöde Käfig. Und da ist Solarfein. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Merkt euch das gut. Da seid ihr ja endlich. Wir werden hier warten, bis die Patrouille da ist. Ich schätze, es wird bald eine kommen und dann können wir es endlich hinter uns bringen. Gut, dann werden wir auf sie warten. Gut, ich kann warten. Das dürfte einfach werden. Ich kann das selbst erlegen, so dafür. Ich würde es vorziehen, wenn ihr in die Stadt zurückgeht. Hm. Vielleicht nehme ich euer Angebot an. Fair hat ihre Freunde daran, mich zum Tanzen zu bringen, aber ich habe kein Verlangen danach, ihr mal nett zu sein. Seid ihr sicher, ihr könnt das selber schaffen? Ja, selbstverständlich. Sehr gut, ich gehe. Sobald ihr mit ihm fertig seid, nehmt den Helm des Anführers und kehrt in die Taverne in Ustnata zurück. Dort werde ich euch treffen. Macht mir keine Schande. Ich habe so viel überredet, in die Stadt zurückzukehren, damit ich mich allein um die Tiefengnome kümmern kann. Wenn ich fertig bin, werde ich mich in der Taverne in Ustnata mit Fair treffen und als Beweis für meine Tat den Helm des Anführers der Gnomenpatrouille mitbringen. Jo. Ja, mach dich dünn. Tag, Jungs. Ja? Drow und bla bla bla. Es tut mir leid, ich verstehe eure Sprache nicht. Ah, ich hatte gedacht, dass die meisten nur die einfachste Steinsprache verstehen. Da werde ich in der Mundart der Dunklen reden, ja? Wir grüßen euch, Dunkel. Wir fragen, was ihr an diesem Ort wollt. Achtet ihr den Frieden wie wir? Nein, ich bin hier, um euch Idioten zu erledigen. Der Tod ist nah. Ich wurde von Drow hergeschickt, um eure Betrüge zu töten, aber das will ich nicht. Ja, eigentlich will ich unbedingt euren Helm haben. Ja, ich erkunde nur das Gebiet und werde gleich weitergehen. Nehmen wir die zwei. Das will ich höchst beunruhigen. Warum sollten die Dunklen uns töten wollen? Wir haben Frieden. Sie glauben, dass ihr sie nicht genug fürchtet und wollen euch und ihren Feinden damit ein Zeichen setzen. Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe meine Meinung wieder geändert. Ich wurde hergeschickt, um euch umzubringen und ich sollte es auch tun, um sicher zu sein. Nein, die Eins. Wir fürchten die Dunklen sehr. Sie können uns immer alle töten, wenn sie wollen. Dankbar sind wir für eure Gnade. Ich brauche einfach einen Beweis für sie, dass ich ihren Wunsch erfüllt habe. Kann ich euren Helm haben? Mein Helm, wenn das mein Leben rettet? Ja, hier ist er. Wir werden jetzt gehen und den tiefen Würsten sagen, dass viele Verbeugungen und Bemühungen gegenüber den Dunklen nötig sind, wenn Krieg vermieden werden soll. Wir danken für eure Barmherzigkeit. Möge der Tiefenbruder immer freundlich auf euch herablächeln. Jo. Helm des Patrouillenanführers. Ich komme sicherlich damit auf den Kopf wieder. So, das heißt zurück nach Ustnata. Dumm, die Dumm. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet. Natürlich. So, empfängt sie uns gleich hier? Nö. Also muss ich mal wieder in die Taverne gehen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet ver... Wenn es das ist, was ihr wollt? Ja, theoretisch solche mächtigen Erzmagier wie Elminster und Kelvin könnten vielleicht das ganze Unterreich mal leerfegen.
Aber sie tun es natürlich nicht, um das Gleichgewicht zu wahren. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Oh, ihr schon wieder. Ihr seid zurück mit einem Hemd, das und nichts anderem. Gut, ich bin mir sicher, dass sich die Gnome, während wir hier reden, zu einem Tribut an die Mütteroberinnen aufraffen werden. Ach ja, ich bin sicher, die Gnome waren gehörig beeindruckt von der Demonstration eurer Bösartigkeit. Ohne Zweifel hatten sie keine Ahnung, dass wir zu einer solchen Heldentat fähig wären. Jo, Erfahrungspunkte sind gut. Was ist das? Verliert ihr euren Durst auf Blut, Solarfeen? Die Spinnenkönigin wird erfreut sein, das zu hören, nehme ich an.